Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf dem Kanal Astreiter. Wir sind hier in Vorschau Nummer 5 von einem vorgestellt und das ist zwar ist Outpass First Journey. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt, damit ihr ein bisschen was von dem Spiel noch sehen könnt hier. Und ja, ich habe hier, das hatten wir, hier hinten haben wir noch einen Kochtopf. In dem Kochtopf kann man jetzt noch Kekse und Spiegeleier machen, die dann Buffs geben. Naja, Trefferchance 180% und hier Schaden, 35 kritischer Schaden, 240 Sekunden, das ist sowas. Hier, das war die Nahrungssuche. Hier gibt es so Rezepte sozusagen, die man alle machen kann. Und wenn man die Buffs hat, die Punkte da oben hat, dann kriegt man hier diese reduzierte Gesundheit von Objekten, griffbereit. Ja, ich sag mal, wir gucken mal nach dem Intro gleich weiter, ne? Einen Moment dann. So, hier nochmal das Ganze in groß. Nahrungssuche. Also hier gibt es die Rezepte drin. Ne? Erhöht kritische Trefferchance zum Beispiel. Erhöht Klickschaden an Ressourcen pro Klick und Combo. Erhöht Gegenstandsmengen aus Ressourcen. Das war das letzte. Kredits fallen lassen, 30%ige Chance. Ne? Das sind alles so Sachen. Hier oben geht's dann weiter. Hier seht ihr schnelles Auftauchen von Fischen. Oder 50 Chance, dass gefangene Dinge mit dreimal multipliziert werden. Und hier Sammelnetze sammeln eigenständig. Hier haben wir reduzierte Herstellzeit um 15%. Hier sieht er, da kann man noch mehr frei machen. Da muss man halt den ersten hier jetzt 850 Punkte können wir gerade machen. Seht ihr, da ist das zweite Buch dann frei geworden. Reduziert die Kosten von Konstruktionen um 15%. Hier 20 schnell Auftauchen von Kreaturen. Das will ich mal gerade auch noch auf jeden Fall machen. Und hier haben wir dann noch zwei, die noch nicht da sind. Hier gibt's um die Magie. Da hast du hier magische Verursachen 120% mehr Schaden und Dauer von Nahrung und Tränken um 50% erhöht. Das ist auch cool, denke ich mal, ne? So, und das haben wir erst. Jetzt diese Sachen hier haben wir, glaube ich, alle schon gehabt. Den Amboss hatten wir, glaube ich, auch. Wenn dann hier hingeht, dann konnte man hier den Glasorb machen, der hat mir dann die Punkte hier gesteigert. Alle 5 Sekunden kommen hier 25 Punkte drauf und das geht hier mit dem Schalenorb auch noch. Allerdings fehlen hier Schildkrötenpanzer noch 3 Stück. Die spawnen tatsächlich jetzt recht schlecht. Ich habe aber eben ja so einen Buff da gemacht und besser gemacht. Da hinten läuft tatsächlich eine rum. Müssen wir gucken, wie die hier auf dem Sand müssen ja immer diese Viecher rumlaufen, die Schildkröten oder was es auch immer waren. Müll, Seetank und Holz gab es hier wohl gerade raus. Gucken wir gerade weiter. Hier war auch noch was unten. Ne? Ist da noch einer? Oh ja. Und wir haben auch einen Teil, ich weiß gar nicht, was es war, was automatisch auf die beste Waffe oder beste Abbauwerkzeug umschaltet. Das ist ja auch cool, ne? So, dann müssen wir hier runterfallen, glaube ich, ne? Oder? Ne, da war es nicht. Wo war denn jetzt der andere? Ah, da links ist er. So, hier rüber springen und dann können wir ihn hier auch nochmal die Schildkröte und einen Panzer klauen. So, jetzt haben wir 14. Wir brauchen aber noch eine einzige mehr, ey. Wäre schön, wenn wir die jetzt noch hier irgendwo finden. Da unten ist Wasser, da ist nichts. Ich glaube, hier war nichts mehr hinter, ne? Da rechts dieser Schatten ist ein Fisch. Wir haben auch eine Angel mittlerweile, die auf Punkt 7 liegt. Und wenn er jetzt hier so reinschmeißt, ne? Dann kommt der Fisch, der zappelt jetzt gleich da vielleicht. Ja. Ab und zu mal so ein bisschen reinschmeißen, dann hat er vielleicht Lust doch zu kommen. Jetzt hat er den, oder? Na? Na, ich glaube, er beißt nicht mehr an. Oh, runtergefallen, tot, ne? Nicht schlimm, man stirbt ja nicht sofort, sondern man respawnt, glaube. So, hier haben wir längens eine Reuse, die dann Sand und Müll bringt und sowas. Ich glaube, Müll ist fast immer drin. Ah, ich sehe noch eine. Ich sehe noch eine. Warte, wenn ich darüber springe, kann ich an der Wand langlaufen sozusagen und dann kriege ich das auch. So, das ist jetzt hier unser 15. Panzer, den wir brauchen. Das ist sehr schön. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wenn ich hier hochgehe, komme ich zu meinem Land. Da ist es ja. Springen wir hier rüber und dann können wir den hier am Tisch machen, oder?
Nee, doch, Schalenorb, da ist er ja. So, und dann stellen wir den her und ihr seht 60 Credits, alle 5 Sekunden gibt das. Das Teil ist also noch cooler wie das Glas-Ding. Jo, da gibt's solche Sachen. Ich weiß nicht, was das andere war, um dieses Werkzeug automatisch auszuwählen. Das kriegt man hier bei Tab irgendwo mit. Ich glaube, ne, Kupferspitze. Ah, hier, da ist es. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel gewesen. Erhöht gesammelten Angriffsschaden? Nee, ist er doch nicht. Das waren hier die 25 Credits alle 5 Sekunden. Die Kupferglocke bringt auch Credits mehr. Und Anziehungsumhang ist das. Erhöht die Reichweite des Aufhebens. Nee, der war es nicht. Rezepte. Nee, weil dann... Aber irgendein Teil war das, das dann das automatische Auswahl des Werkzeugs macht. Weiß ich jetzt gerade nicht. Naja, aber auf jeden Fall, es funktioniert und es ist cool. So, jetzt ist das Ding fertig. Und jetzt müsste gleich, wenn wir die Kugel aufnehmen, hier oben die Punkte wie bekloppt hochschnellen. Alle 5 Sekunden. Ja. Okay, hier unten seht ihr, Biome erweitern geht nicht mehr. Oben kann man jetzt noch natürlich zu dem anderen Biom gehen. Zeige ich euch gerade mal. Da müsste das Biom erweitern vielleicht noch gehen. Da gucken wir uns das doch mal an. Ach, wir sind schon da. Wo ist der Pfahl? Sind wir da dran? Ah, wir sind da dran. Okay, hier kann man den Biom noch erweitern. Dann würde ich mal sagen, machen wir das mal schnell. Mal gucken, wo da was hinkommt. Okay, wir haben nicht genug Punkte gehabt. Okay, noch nicht genug. So, einmal noch, dann klappt's. Aha, da hinten ist was hochgekommen. Dann gucken wir uns das doch mal gerade an. Hier gab es dann den Herbstfall da oder sowas. Und was ist das? Das ist Stein. Naja, okay. Da hinten ist unser Biom und hier sieht man jetzt, ja. Da bin ich fast runtergeflogen. Hier ist jetzt aber auch nichts drauf. Hier drüben gibt es Gold. Gucken wir mal gerade. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man noch ein Biom mehr kriegt, weil ja, wir sind jetzt da natürlich weggegangen. Springen wir doch mal hier gerade rüber und gucken noch, ob es noch ein Biom mehr gibt. Ja, gibt es wohl noch. Oder erweitern geht noch, aber nicht. Ja, da geht's zurück. 5000 Points, naja, die haben wir leider noch nicht. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück, denke ich. Also, da muss ich auf dem, ne? Ja. Gehen wir wieder hier hin. Ja, okay. Wo sind wir? Hier oben sind wir. Okay. So, dann habt ihr das schon mal alles gesehen. Hier können wir nochmal auf den Amboss gucken. Da kann man hier sowas wie den Kupferring zum Beispiel Herstellungszeit um 1,2% zu reduzieren, indem du auf die Konstruktion klickst. Hier Knochenschlüssel, erhöhte gesamte Angriffsschaden um 20. Solche Sachen gibt es halt alles hier. Zerlegt deine Konstruktion und so weiter. Angriffsschaden an Kreaturen sind da zweimal höher und so weiter und so fort. Alles da. Ob es hier eine Hütte gibt, ich glaube es nicht. Das war ja mein Ziel. Hier Forschungstisch haben wir alles durch. Da gibt es nichts mehr zu erforschen. Beim Essen ist auch mau. Ja, da sind nur die drei Sachen. Weiß nicht, ob es da mal irgendwas mehr gibt, aber das ist jetzt gerade nicht so das meiste. Hier, wie gesagt, gibt es Brot. Kocht, kann man Brot schon machen? Nee, ich weiß gar nicht, eine Mühle müssten wir noch fürs Mehl haben. Aber da gibt es auch noch ganz viele Sachen, die ich schon habe, sozusagen, wie ihr hier seht. Werkbank haben wir, Forschungstisch haben wir, Fähigkeitenladen haben wir, Handelsposten haben wir nicht. Aber ihr seht, ich muss Leder und Ziegel dafür haben, wenn... Ein Recycler gibt es auch wieder nicht, haben wir auch nicht, habe ich schon erforscht aber. Und Sprungfeder, da fehlt Leder zweimal. Solche Sachen halt alles. Der Ofen ist da, Amboss ist da, Spinnenrad ist da, Bodengräber ist nicht da. Eisenbahn und Ziel, er extrahiert Gegenstände anhängig von dem Boden, auf dem er platziert wurde. Hier haben wir den Inschriftentisch, den Kessel haben wir glaube ich auch, Ermächtigungstisch. Ne, den haben wir nicht. Aber den Kessel... Eisenbahn, Ziegel, Ermächtigungstisch, Ziegel 6. Jetzt sind wir gerade gucken, ob wir im Ofen Ziegel brennen können. Aber wahrscheinlich fehlen uns da Klamotten. Ja, Kohle fehlt uns da. Aber Kohle hatten wir eigentlich... Hier hatte ich einen dauernden Auftrag, so halb davon. Und dann seht ihr, wie viel Holz wir haben. Und dann sollte er das herstellen. Das sind 44 Kohle sozusagen zu produzieren. Ja, fehlt halt, ne? So, und dann ja, ist das das schon gewesen im Endeffekt, was wir hier machen müssen. Na, das ist jetzt, ja.
Ja, man kann dann wahrscheinlich noch weitermachen. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere Biome gibt, aber es zieht sich dann doch in der Länge. Wir haben ja schon 5 Folgen von dem Spiel und ich würde jetzt auch nicht noch mehr machen wollen. Aber es ist ein cooles Spiel, denke ich, macht Spaß. Es ist die Frage, wo das Endziel ist, ne? Aber ich glaube, es war ja noch eine Entwicklung. Wir stellen es ja gerade vor. Deswegen das Biom da hinten sieht man ja, das ist gewachsen und es wird vielleicht noch mehr Biome geben. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie, ne, wenn man vielleicht, wir haben 3300 Punkte, also die haben noch nicht die Biome ganz geschafft. Es ist ja auch noch mehr zu bauen und sowas, ne? Also, ja, also wir sind ja nicht durch. Geht denn hier noch was anderes? Nee, ne? Zu Biom teleportieren. Was ist da oben? Da geht's. Das deutet eine Leiter an, ne, oder? Hier können wir halt nichts machen, ne? Ja, aber hier ist bestimmt noch was, oder? Eiserne Anziehumhang. Aha, erhöht die Reichweite des Aufhebens um 2. Wir haben einen normalen Eisenanziehumhang, der macht das ja mit 2. Handschuhe aktiviert diesen Modus. Wert von Ressourcen um 10% erhöht. Das Käfernetz aus Eisen, das ist ermöglicht es, die Schmetterlinge zu fangen. Erfolgschancen sind dann höher, ist klar. Tab gibt es jetzt gerade noch eine Info. Aha. Was ist denn da jetzt besser oder geändert? Schade, also hier ist jetzt nichts mehr geworden, oder? Ja, Kesselrezept. Ermöglicht die Tränke mit unterschiedlichen Effekten herzustellen. Ja, den Kessel haben wir doch nicht, ne? Ne, hier immer nur den Kochtopf, um Essen zu machen. Da seht ihr, der Keksespiegel habe ich euch, glaube ich, schon gezeigt. Okay, aber es ist ja auch so, ihr könnt das ja dann, wenn ihr möchtet, euch besorgen, das Spiel. Ich denke, das ist jetzt, wenn es für kleines Geld ist, ist bestimmt ist eine ganz coole Geschichte. Ich weiß nicht, was noch ist. Mit Langzeitmotivation ist natürlich die Frage. Kann man hier irgendwie was bauen oder sowas? Ich glaube zurzeit auf jeden Fall nicht. Ob das aber kommen wird oder nicht, weiß ich auch nicht. Müsste man dann halt gucken. Ne? Sind ja auch noch hier, die Goldressourcen waren da noch. Hier ist jetzt Kupfervorkommen, Stahl kann man auch noch machen. Es gibt noch Möglichkeiten auf jeden Fall, die ich nicht alle hier jetzt gezeigt habe oder sowas. Ne? Da geht bestimmt noch mehr, bin ich fest von überzeugt. Ja, und wenn ich jetzt hier so aufs Meer gucke, die Möglichkeit, dann noch mehrere Biome hinzupflanzen, ist ja auch noch gegeben. Ne? Also da muss noch was gehen. Bin ich von überzeugt. Ne, so ein schicker Schmetterling. Oh, jetzt ist er weggeflogen. Wo ist er denn? Jetzt habe ich ihn. Ne, der ist ja auch, dann kann man ja auch noch Sachen machen. Deswegen. Hier noch eine Kuh, die kann man dann zu Fleisch umwandeln. Ne? Da Fleisch 12 Stück gleich gekriegt. Das ist alle was. Ne? Gut, da wisst ihr Bescheid. Und ich würde sagen. Das vorgestellt, die Serie ist jetzt zu Ende. Dann widmen wir uns nächstes Mal etwas anderem. Ob da noch was kommt, weiß ich jetzt nicht. Zurzeit habe ich nichts im Angebot, aber ich hatte ja dann gesagt, wenn ich hiermit durch bin, gibt es ein anderes Spiel, was ich dann auflegen will. Wollte ich ja, habe ich ja bei Jahresvorschau gesagt. Machen wir dann wahrscheinlich in der nächsten Runde, die dann dran ist am Donnerstag. Und ja, ich bin gespannt, wie es euch dann gefällt. Und ich freue mich auf euer Feedback. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.